Willkommen zurück zu Let's Play Legend of Zelda Link's Awakening. Let's replay. Ja, wir brauchen die Bananen. Um dann ranzukommen, müssen wir ein paar Aufgaben lösen. Und als erstes müssen wir den Yoshi da in der Mitte bekommen. Um den irgendwo einzutauschen, weil wir müssen insgesamt Hundefutter bekommen. B, okay. Ach so, okay, hier. Und jetzt B, bis dahin. Und dann A, bis dahin. Also, wie beim einarmigen Banditen. Und da haben wir es auch schon, die Yoshi-Puppe. Die bekommt ein Kind. Und das Kind gibt uns, glaube ich, eine Schleife. Mit der Schleife müssen wir zum Strand gehen und beim Krokodil gegen Bananen austauschen. Und die Bananen kriegt dann der Affe. Dann sind wir am Schloss und können uns halt dann die goldenen Blätter besorgen. Nein, du bist noch zu früh. Wir müssen hier zu einem Doppelhaus. Das stand hier oben, glaube ich, auf dem Plateau. Wenn ich mich recht entsinne. Ja, da haben wir das richtige Haus. Oh, schenkst du meinem Kind den Yoshi? Bitte. Klar. Vielen Dank. Das ist sehr lieb von dir. Moment. Ich gebe dir das für die Puppe. Du hast deine Yoshi-Puppe gegen eine Schleife getauscht. Bestimmt kannst du auch irgendwo die Schleife tauschen. Ja, und ich weiß auch genau schon, wo ich das mache. Und zwar bei der Struppidame. Nämlich hier. Bonjour, mein kleiner Struppi sieht mit meiner neuen Frisur so süß aus. Ja, Hä? War nicht die Schleife? Ach so, wenn etwas anderes... Ups, diese Schleife. Oh, ich brauche sie sofort. Ich gebe dir dafür auch eine Dose Hundefutter. Okay. Freude, hier ist eine Dose Hundefutter. Okay, wer auch immer du bist, du scheinst ganz schön Hunger gehabt zu haben. Bist du vielleicht die kleine Schwester? Ja, das kann sein, dass du die kleine Schwester von Struppi bist. Sehr modebewusste Schwester. Ja, und scheint auf Schmuck zu stehen. Also typisch. Rubine, danke. Ne, ich glaube hier war der gute Bananenkrokodil. Was hast du denn da in der Hand? Nein, das ist genau die Dose, die mir fehlt in meiner Sammlung. Bitte. Gib mir die Dose. Bitte, 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 bitte. Oh, danke. Gib sie mir sofort her. Das war gut. Es ist kein fairer Tausch, aber da kannst du ein paar Bananen... Wumps. Da hast du ein paar Bananen. Wumps. Und er verkloppt mit seinem Schwanz den Boden. Also... Ja. Das vergesst ihr mal ganz schnell. Gut, zu der Power-Eichel sage ich jetzt mal auch nichts. Ah, es ist da bloß ein Item. Na egal. Jetzt haben wir die Bananas und mit den Bananas können wir die Affe schon bitten, uns den Weg frei zu machen. Denn wir haben eine Aufgabe zu erledigen. Unser nächstes Ziel ist nämlich, glaube ich, die Teufelswelle. Und dafür brauchen wir den Wurmschlüssel. Lol, ich habe das Item immer noch.
Das finde ich nice. Ja, ich weiß, da oben ist bestimmt noch eine Muschel drin vergraben. Aber da komme ich gerade... Obwohl doch. Der Weg ist richtig. Da komme ich gerade nicht hin. Da müssen wir auch noch durch. Das ist ein sehr interessanter Garten. Da drin ist nämlich der Weg zum Schlüssel. Und ich glaube auch zum Palast. Verlost. Das war jetzt ein kleiner Lag. Das macht gerade gar nichts. Hell baby, yeah. So, da sind wir im Palast angelangt. Und da ist das Äppchen. Oh, moin. Du, Kiki, gehen. Oh, Kiki freut sich. Affen, kommt, bedanken. Geschafft, ey. Tschüss. Kiki. Und ein Stöckchen bleibt über. Das werden wir später noch gebrauchen. Damit kommen wir nämlich an den Honigrun. Und wir müssen jetzt die Blätter suchen. Da kommen wir nicht weiter. Hier ist der Entrance. So, Goomba Trick. Ja, Goomba Trick hat super funktioniert. Na bitte. Es geht doch nichts über einen guten alten Goomba Trick. So, jetzt sind wir hier und müssen halt die Blätter finden. Ich glaube, hier die Krähe hatte. So ein Teil. Jetzt ist die Krähe abgehauen. Mal. Kann sich das heute vielleicht mal ein bisschen beruhigen? Ist ja furchtbar. Ich weiß nicht, ich glaube drinnen waren auch noch Blätter, aber ich will erst mal draußen gucken. Ich finde, die Wachen hier sehen irgendwie cool aus bei... als bei A Link to Past. Ah, das erste goldene Blatt gefunden! Einige fehlen immer noch. Ah, das nervt mich manchmal ein bisschen an den Wachen, dass sie so viel... dass sie mit ihren Schwertern so ablocken. Okay, let's try how to kill the Krayer Nummer 2. Das hat schon wieder nicht geklappt. Yes! Man muss sie nicht treffen, bevor sie verschwindet. Ansonsten darf man das Spiel schon normal machen. So, hier sind wir jetzt fertig. Und wagen uns mal in das Innere des Palastes. Zur Info, das hier ist kein Dungeon. Das ist einfach bloß ein Palast und ich bin gleich tot. Was ist denn los? Na Donnerwetter. Oh, ein Blatt. Hell yeah, da haben wir schon das nächste. Zack. Ah, das haben wir schon. Du hast einen Teil der Macht erhalten. Spürst du die Energie?
Oh ja, ich spüre Energie und was hat sich jetzt gedacht? Hat sich das angehört, als sei das Burgtor aufgegangen. Nun. Okay, dann haben wir scheinbar eine Abkürzung geschaffen. Das ist nice. Oh, ich glaube, hier gibt es noch was. Nee, anscheinend nicht. Konnte man damit irgendwas machen mit diesen komischen... Oh, unser Freund Morgensternman. Schon lange nicht mehr gesehen. Hello, Morgensternman. Okay, jetzt sind wir dann sozusagen auf der Decke der ersten Etage und gehen jetzt mal rein in die zweite Etage. Oder in den zweiten Teil der zweiten Etage. Wie man es auch nennt. Die Tür müssen wir damit aufbrechen. Und mal gucken, ob es hier auch noch was gibt. In den ganzen Blasen. Und jetzt kommt natürlich Morgensternman. Hallo Morgensternman. Wir haben uns lang nicht mehr gesehen. Und ein weiteres goldenes Blatt. Ich weiß gar nicht, waren das schon alle? Vier Stücke, was hat der Typ hier gesagt? Ich weiß es gerade nicht. Ich kann mich gerade nicht erinnern, was der Typ gesagt hat. Wie viele er von den Blättern haben will. Ach so, okay, verstehe. Hier kann man also auch, glaube ich, ein Blatt finden. Auf Anhieb richtig. Klasse, das waren gleich alle Blätter. Jetzt können wir zurück zu Richard und uns den Schlüssel abholen. Sweet, das ging schneller als beim letzten Let's Play dieses Spiels. Aber ich könnte wirklich dringend mehr Bomben gebrauchen. Das weiß ich, letztens war es bloß ein Glückstreffer. Muss ich sagen. Aber ich denke mal, Bomben werden wir noch zu Genüge finden. So, der gute Richard wartet auf uns. Nein, das war jetzt der falsche Weg. Stimmt, Select war ja das hier. Das war der Muschelbuzzer. Ach, da unten ist es. Gut, dann muss ich doch in die Richtung. Allerdings auf anderem Wege. Zwar hier lang. Ah, oh, mal gekratzt. Schwer so ein Blur-Lag. Egal. Wir haben was wir brauchen. Moment, gibt es da unten vielleicht noch ein Herzteil zu erreichen? Das vielleicht gerade mal abchecken. Oder geht es dann nur zum Dingens Tunnel? Ach, wartet mal, hier oben. Richtig, hier war ja auch noch was. Ja, mach mal keinen Jumpstyle hier. Hässliche Viecher. Ja, wunderbar. Du hast eine Zaubermuschel gefunden. Wenn du Glück davon hast, dann geht's zum Muschelwasser. Ich weiß. Jetzt haben wir 5 und wenn wir noch 5 haben, müssen wir erstmal zurück zum Bazar, um die Öffnung zu bekommen. Das habe ich nämlich damals falsch gemacht und so alles versaut. Ah, sehr gut, er hat alle Blätter finden können. Schiebe er diese Truhe hinter mir zur Seite und er findet, was er gesucht hat. Erstmal hier ein Geheimgang mit Slimies. Mit vielen Slimies. Das sind True.
Das riecht förmlich, als wäre da irgendwie etwas Kostbares drin. Und es ist etwas Kostbares drin, nämlich eine Zaubermuschel. Damit haben wir 6. Fehlen nur noch 4. Und wir können zum Bazar zurück. Ein Ausgang. Sonst scheint hier nichts zu sein. Das ist bloß ein Spinnenvieh. Das soll uns nicht interessieren. Wir sind ja auf der Suche nach dem Wurmschlüssel. Schlüssel zum Wurmpalast. Zur Teufelswille, richtig. So, da können wir uns hier ganz einfach machen. Zack, zack, zack. War das hier der richtige Weg? Oder war das hier der falsche Weg? Da oben geht's noch lang. Ne, jetzt bloß im Kreis. Ach, wartet, wir müssen da oben hin. Da ist nämlich der Schlüssel versteckt. Alles voller Löcher hier in diesem Garten. Das ist richtig schlimm. Ich glaube, der Besitzer Richard sollte sich mal mit der professionellen Unkrautbeseitigung befassen. Weil wie sein Garten hier aussieht, das geht hier überhaupt nicht. Das ist ja furchtbar. Muss ich mal als Gärtner so sagen, ne? Okay. Fast da. Almost there. Yes. Und da drin ist vergraben im Sand. Cool, mit dem Schleimschlüssel öffnet sich das Tor in der Rungersteppe. Und der nächste Dungeon. Oh, behave, yeah. Kann man hier vielleicht irgendwie abkürzen? Ne, kann man nicht. Schade. Okay, gut, wenn das so ist, dann geht das halt nicht. Dann schmettern wir uns mal den Weg zurück zu Richards Haus. Aber ganz bestimmt nicht so. Man könnte es auch so machen, aber es dauert ein bisschen länger. Ich mach's lieber so. Einmal rundum, alles okay. Und die Pflanzen sind rundum versorgt. So, zack, rein und fertig. Nein, die Slimes interessieren mich gar nicht. Und ich habe immer noch mein Continue Elixier. Und wer weiß, wie lange ich das noch behalten werde. Ich weiß auf jeden Fall, wo es gibt. Und ich hoffe, dass sie noch so einen Teil hat. Ansonsten wäre schon ziemlich blöd. Erstmal schon hier lang, weil hier draußen ist der Schlüssel. Und die Tür ist geöffnet. Und ich würde sagen, dort vor dem Schleimpalast sehen wir uns im nächsten Part von Let's Replay Link's Awakening wieder. Ich sag Tschüssikowski, euer Wackilein85.